Hallöchen und willkommen zurück zu J-Stars Victory vs. Plus. Ich bin euer Mr. Sasuke 63. Und ja, wir sind hier wieder in Jump Welt oder Jump World. Auf Englisch würde es wahrscheinlich so heißen. Am Start. Was ist das hier? Schiffsreparatur ist jetzt. Aha, das ist nur, wenn die Haltbarkeit nicht so gut ist. Ja gut, alle Nebenmissionen haben wir sozusagen schon fertig gemacht. Das Fragment eines Heldenemblems ist irgendwo westlich von Kurumturm im Heitersand versteckt. Begib dich dorthin und suche es. Alles klar, dann würde ich sagen, nichts wie dorthin. Ja, mit Ichigo und seiner Bande geht es auf zum Emblem. Was ist das denn hier? Gemüsehimmel. Oh Mann, das sind echt geile Welten hier irgendwie. Bin ich gespannt. Was zum... Was ist los, Ichigo? Oh nein. Keinen Zentimeter weiter. Sein Boot wird durch Nasenhaare angetrieben. Ach nein, bitte. What the fuck? Dieser Typ scheint echt irre zu sein. Ignorieren wir ihn einfach. Egal wie irre er ist, wir können trotzdem gegen ihn kämpfen. Es sei denn, er ist wirklich irre. Vielleicht sollen wir ihn einfach ignorieren. Hey, lass mich nicht hier zurück. Funkeln. Funkeln! Aber was zum Teufel mit der Nasenhaare? Was geht hier ab? Ich bin Bubububububu. Wie schön, euch kennenzulernen. What the fuck? Für wen hält er sich eigentlich, einfach so auf unser Schiff zu kommen? Ah, diese Nasenhaare sind ja ekelhaft. Die sehen wie sich windende Schlangen aus. Bubububububu. Theater, Episode 1. Pudi Pudi. Was zum Teufel ist mit dem? Hä, wer ist dieser Typ? Ich bin zum Tomokoritum! Das war's, das war aber nicht sehr theatralisch. Tut uns leid, aber Spinnen dürfen bei uns nicht an Bord. Versuch's mal woanders. Aber ich wurde doch schon so oft abgelehnt. Ach wirklich? Komm schon, lasst mich mitkommen. Und das ist ein Befehl. Aha, du befehlst mir gar nichts. Hey, so bittet man nicht um einen Gefallen. Na gut, aber hör gefälligst auf, mit diesen Nasenhaaren rumzuschlängeln. Danke, ich schulde dir was. Wehe, diese Nasenhaare kommen jemals in meine Nähe. Ist er jetzt wirklich... Warte mal kurz. Ist er jetzt wirklich bei uns an Bord? Okay, hier haben wir Hisoka als Hilfscharakter. Nee, hä? Der ist gar nicht bei uns. All die Früchte hier, die es gab, die, wie die jetzt wohl schon schmecken. Turm der Rätsel, was zum Teufel? Ach ja, du hast eine Menge Leute im Schlepptau und ich nehme an, dass alle ziemlich gute Kämpfer sind. Was? Aber ja, das ist nicht zu übersehen, nicht mal aus dieser Entfernung. Naja, es ist schön, dass ihr hergekommen seid, aber hier gibt es nichts für euch zu tun. Schaut euch lieber woanders um. Aha. Okay, kurz gesagt, es bringt gar nichts, zu den Orten da im Moment hinzugehen. Ja gut, dann gehen wir direkt zum Sternchen, zum roten Sternchen. Außer, wir könnten gegen die hier gerade mal kurz kämpfen. Könnten wir auch mal gerade ein bisschen leveln und so. Was? Das ist Ruffys Trupp. Geil. Okay, gut, alles klar. Jetzt geht hier die Post ab. Jetzt ist es vorbei. Ich will da mal hier mit TI kämpfen. Freundschaft, Eifer, Triumph. Machen wir mal Eifer. Ich müsste ja mal die anderen hier ausprobieren, also von daher passt das schon. So. Los geht's. Hier ist ein Meister des Jakun-Auges, ein erfahrener Feuerkämpfer der Dämonenwelt. Sein Blitzhieb-Manöver verhindert feindliche Hinterhalte und Kompos. Okay. Ein Feuerkämpfer, der Blitzhiebe hat.
Interessant. So, ich bin mal gespannt, wie die Intros von den anderen aussehen. Die von meinen Männern kenne ich ja schon. Von meinen Leuts. Was macht der denn hier? Der Typ... Ruffy. Oh Mann. Ruffy, jetzt hast du ein Problem mit mir. Oh. Bam! Der war nicht schlecht. Oh, oh, ah! Boah. Komm her, go. Was? Er ist mir ausgewichen. Was? Er hat meine Verteidigung durchbrochen, der kleine Pimmel. Bam. Was war denn das? Oh Mann, komm her. Bam. Bam. Ach, der kann sich hinporten. Das ist mega genial irgendwie. Bam, kommt nochmal. Oh, schade. Nicht getroffen. Zack. Und gleich noch. Ach, bei jeder normalen Kombo ist gerade der normale Kreisangriff dabei, glaube ich. Fuck, ich wollte gerade ausweichen. Hab's aber nicht schnell genug geschafft. Bam, jetzt geht's hier ab. Komm, Ulti. Bam, geschafft. Nice, besiegt. Double KO, sehr schön. Oh fuck. Das wollte ich nicht, das wollte ich nicht. Okay, das war jetzt fail. Oh, ich habe Ichigo getroffen, sehr schön. Ich hab Ichigo getroffen. Oh, Gon habe ich auch noch ein bisschen getroffen, sehr schön. Bam, friss. Wie geil. Bam, friss! Nicht mit mir, Kumpel. Bam. Ah nein, ich hätte mich hinporten sollen. Zack! Ah, jetzt checke ich seine Kombos auch so ein bisschen. Hm? Ah, die Gegner haben jetzt, oder was? Oh shit, jetzt muss ich aufpassen. Und, komm. Oh, schade. Ich wollte mich gerade danach hin teleportieren, aber okay. Das hat nicht. Puh! Oh, fuck, er war schneller. Er war schneller. Scheiße. Was genau ist das für ein Angriff? Den will ich gleich mal ausprobieren. Das ist, wenn ich R1 drücke und X, aber ich habe keine Ahnung, was das für ein Angriff sein soll. Oh, ich wollte ausweichen. Mann! Lass mich doch mal kurz angreifen, ja? What the fuck? Oh, du Pisser, du willst dich jetzt auf die Fresse, hä?
Au, das war fies. Bam, 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 bam. Oh, gleich beide getroffen. Sehr schön. Oh Mann, nicht schon wieder, ey. What the fuck? So, komm, jetzt zack, zack. Gleich in meine Combo, du Bastard. Oh shit. Hä? Was war denn das für eine Ulti? Oh shit. Wieso gehen jetzt beide auf mich? Das ist unfair. Fuck, fuck, fuck. Okay, irgendjemand hat ihn gekillt. Ich glaube, das war Ichigo, oder? Sehr schön. Aber dieser Hiai, der ist besser, als ich gedacht habe. Der hat schon ein paar geile Moves drauf, muss ich sagen. Ich glaube, den Typen habe ich ein bisschen unterschätzt. Geil, geil. So, das war's mit dem. Und gleich zum nächsten Sternchen, komm. Korinthum. So. Da wären wir, der Korinthum. Was hat das alles zu bedeuten? Was hat das alles zu bedeuten? Wer ist der Typ? Wenn du die Toilette suchst, die ist da drüben. Bobo-Bobo-Theater, Episode 2, Pudi Pudi. Nicht schon wieder. Und der Episodentitel ist auch noch immer derselbe. Bobo-Bobo-Bobo will an den Haarjägern, den Zerstörern des Haarreichs, Rache nehmen. Damit er seinem Herzenswunsch, immer mächtiger zu werden, wahr werden lassen kann, will er am Jump-Kampfturnier teilnehmen. Aber dort ist jemand. Jemand? Nein, es hat schon angefangen. Die Leute sind schon... sind alle schon weg, aber gibt nicht auf. Das kann ich nicht zulassen. Ich bin ja dankbar, dass ihr mich hergebracht habt, aber jetzt übernehme ich dieses Schiff. Der Perversling will kämpfen? Interessant. Ich werde gegen dich kämpfen. Oh, du willst auf die Fresse. Kannst du haben. Ach, oh, jetzt. Okay, er will allein gegen ihn kämpfen. Interessant. Ein 101. Oder kann ich noch wechseln? Nein, es ist gelockt. Das ist. Ich muss mit hier kämpfen. Okay. Alles klar, dann kriegst du halt auf die Fresse. Wie du willst. Wie du willst. Alles klar, jetzt kriegst du auf die Fresse, mein Freund. Ach, der heißt so Bobo-Bobo. What the fuck? Aber so ein schönes 101. Aha, das brauche ich, damit ich Konzentration auffüllen kann. Oh! Bam! Das Problem ist einfach, wie konter ich das am besten aus, wenn ich in der Combo von dem Typen bin. Oh fuck, oh fuck. Bam, 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 bam. Oh. Oh. Oh, geh weg, geh weg! What the fuck? Was macht der Typ da? Bam, sogar noch beim Runter. Bam! Friss! Oh.
Damn. Okay, nicht schlecht. Aber ich muss sagen, ich verstehe das. Also ich mache irgendwie andere Kombos, wenn ich R drücke und dann halt zum Beispiel Dreieck oder sowas. Ich check nicht ganz, wie das genau funktioniert. Bam! Ach nee, ach so, das war die eine andere Ulti, die ich einfach. Ah nee, warte mal, er hatte ange. Au! Oh, du Pisser! Wie kannst du es wagen? Bam! Ach, der Typ hat sozusagen wie zwei Modi oder was? Eben einmal, wenn er hier Bandage weglässt, dann mache ich solche Faustangriffe. Oder wenn er mit seinem Schwert angreift. Fuck, 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 fuck. Alter, das ist so blöd. Du kannst nichts machen. Ich weiß echt nicht, wie man das auskontern kann. Ah, fuck. Komm her, du Bastard. Oh, Alter, jetzt komm doch mal her, du kleiner Bastard, ey. Bam, so, jetzt mache ich meine Ulti und dann bist du tot, Junge. Komm her. Fuck, fuck. Oh. Komm, du bist nicht ausgewichen. Bam, jetzt habe ich dich. Zack. Jetzt habe ich dich. Kleiner Bastardo. Aber es war mega komisch, als ich. Ach, das ist ein Art Drache. Oh, geil. Aber ich verstehe nicht ganz. Voll. Ich konnte gar nicht mehr mein Schwert benutzen, irgendwie. Das ist mega komisch. Ah, ich muss noch gucken, wie das genau funktioniert. Ich habe es nur einigermaßen gepeilt, das Kampfsystem, aber. Naja, man hat ja noch Zeit. Aber ich sollte langsam Gas geben. Naja, Bubu, das war's mit dir. Ja, absolut und total besiegt. Du warst aber ganz schön stark. Diese abgedrehten Moves haben uns total verwirrt. Wieso uns? Nur Hiyai hat gekämpft. Wir sollten keine Zeit mehr mit diesem Typen verschwenden. Wir sollten losziehen. Ah, finde ich auch. Ach, da hinten gibt es jetzt eine Nebenmission. Ja gut, dann machen wir die zuerst. Von mir aus. Gemüsehimmel, okay. Oh, nehmt ihr etwa alle am Jump-Kampfturnier teil? Perfektes Timing. Oh, ihr seht aus, als könntet ihr mir echt helfen. Matsu, erklär das bitte mal. Na gut, tja, es ist noch gar nicht so lange her, da hat so ein seltsames Monster hier im Gemüsehimmel für Chaos gesorgt. Coco und Sunny haben es verjagt, aber danach ist das Monster nach Arabaste weitergezogen. Vermutlich wird es auch noch an anderen Orten Chaos verbreiten. Ja, so ein hässliches Vieh darf einfach nicht frei draußen herumwüten. Genau deshalb wollte ich fragen, ob ihr das Monster nicht im Auge behalten könntet. Ich weiß nicht genau, was das eigentlich ist, aber es hatte einen Affe und unglaublich lange Nase. Ja, den sind wir schon begegnet. Den kennen wir. Warum bloß tut ihr das, seine Nasenhaare so wachsen zu lassen? Es könnte wunderschön sein, wenn es die Haare so wie ich hätte. Also, wie ist es? Was sagt ihr dazu? Ja, klar. Ein Afro Nasenhaare? Die reden doch bestimmt vom Bobo. Gut, überlasst das ruhig uns. Danke, wir zählen auf euch. Müssen wir jetzt einfach. Ach, da hinten ist er, oder was? Der kleine Kleptomat will wieder Prügel, hä? Lässt er die Leute mal wieder nicht in Ruhe? Mann, oh Mann. Oh! Boah, das war ganz schön knapp.